Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Jedi Fallen Order. Wir haben uns fast bis zum Grab hier vorgearbeitet und da müssen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Spannendes noch im Grab, vorm Grab. Was uns hier erwartet, wissen wir. Bock zu schießen. Ach doch. Aber ich wollte doch gar nichts kaufen. Wieso soll ich denn bezahlen? Was ist denn da los? Ein Missverständnis, meine ich. So, und hier kommen wir zum Grab. No sign of that old man. I wonder if the Knight Brothers got him. Oder ob er der Anführer der Nachtbrüder ist. Oh, This must be the tomb. Und eine Menge Begräbnissäcke. Ne, ich hätte auch nie gedacht, dass es irgendwie Begräbnissäcke sind. Ja, da vorne sind wir beim letzten Mal mit dem Stein beworfen worden. Mussten dann ganz da unten den Umweg machen. Was ein Spaß. So, hier haben wir den Grabeingang. Und da drüben haben wir eine Kletterwand, wie es aussieht. Da scheint es da hinten noch ein Areal zu geben. Ah, das können wir uns hinterher angucken. Ich will jetzt endlich in dieses komische Grab rein. Und wissen, was es mit dem Wanderer auf sich hat. Ich hoffe, dass das... Rätsel gelüftet wird. Das hörte sich ziemlich endgültig an, wie der Riegel da eingerastet ist. Hallo? Hey BD, was ist das? Let's see what you found. Was haben wir gefunden? Neue Mantis-Lackierung, der Schmuggler. Nicht so irre unauffällig von Schmuggler, ne? Rasen, Sand. Könnte auch Ägypten sein. My friend, we've reached the tomb of Kujet in search of an Astrium. Mein Freund, wir suchen ein Astrium und befinden uns in Kujets Grab. Es ist abgelegener als erwartet. Der Zugang war anscheinend schon zu den Zeiten der Sepho geheim. Ein Kontrast zu dem prunkvollen Grab von Mictrol und kein Willkommener. Die Schwestern der Nacht von Dathomir gewährten mir Zugang. Sie warnten mich gleichzeitig aber auch. Hier war etwas Dunkles. Ich kann es fühlen. Das hört super an. Ja, auch irgendwelche fiesen, weiß nicht, Machtechos vielleicht. Auf den Stufen. Ha, na gut. Dann versuchen wir mal reinzukommen. Ja, der ganze Boden scheint hier irgendwie machtgesättigt zu sein.
Whatever that was, it's gone. Oh. Dafür gibt es jetzt hier einen Meditationskreis. Oh, unerwartet. Ein Würfel. Und so eine kleine Laser-Druiden-Übungseinheit. Noch mehr davon. Ja, wir haben sogar ein zweites Paar Stiefel. Und macht sensitive Türen. Ja, aber das sieht doch aus wie ein imperiales Dings. Achso, vielleicht Klonkrieger. Oder es ist einfach wieder ein sehr verworrener Albtraum. Aber es sieht eher aus wie eine Erinnerung, oder? Hey, Cal. Na, hey, Klonsoldat. Was geht ab? Ready for a rematch later? Yeah, anytime. Sounds good. On your way to training? Always. Alright then. I'll see you later. Bye. Na, wir mögen Klonsoldaten. Get a move on, Cal. Jaro isn't a patient one. I heard we're getting new orders soon. Finally. I'm ready to be gone from this dump. Hey, was? We're leaving Braca? Possibly. Don't get his hopes up with secondhand gossip. It's okay. I believe it once Master DePaul says so. Speaking of your master... Oh yeah, I better go. You know, Jaro isn't known for his patience. Isn't Jaro waiting? Interessantes Laserschwert. Irgendwie... Ich kann mich nicht entscheiden, ob wir nur einen zu großen Kopf haben oder ein bisschen dicklich aussehen. Klonkrieger sind schon cool. You're in a rush. Ja. Move on, Cal. Deswegen. Master T'Pol's called me for training. You got this, kid. Die Klonsoldaten sind alle übelst freundlich. Gar nicht wie Sturmtruppler. Master T'Pol? Padawan, it's time for instruction. Yes, Master? Reach our position. Do not keep me waiting. Na geil, hab ich ja richtig verkackt. Ich dachte, Life and Death, Light and Dark. What divides them is your state of mind. Ich dachte, ich könnte mich da an dieser Kante festhalten. Ja, kann ich auch. Ich kann nicht reinkrabbeln. Scheinbar nicht. Nee, da kann man auch gar nicht reinspringen. You're almost there.
Das ist ein Trampolin. Damit habe ich nicht gerechnet. So, ich brauche ein bisschen mehr. Vorwärtsgeschwindigkeit. Ist ja nicht. Also. Wow! Cheap shot, Commander! Focus! Were you concentrating, you would have anticipated this distraction. Better, Padawan. Join me. Achso, okay, den haben wir vertrieben. Begin with physical preparation. First, though, we have orders. Braca is secure. We move out from Maigito shortly. Yes! You must... Astro, are you okay? Something is... No! No! What's happening? Why did the commander just... Padawan, something terrible is happening. The clones have betrayed us. There are no answers to your questions. Not yet. We need to get off this ship. Quickly. Get to the escape pods. Use the maintenance halls. We trained for this. Do you remember? Yes, Master. What about you? I will create a distraction and meet you. If I am not there when you arrive, depart without me. I will find you on Braca. Do you understand? Yes, Master. They're coming. I will seal the blast doors, but if any cross your path, do not hesitate. Go. And may the Force be with you. Go! Go! There he is! Shoot to kill! No! Stop! Oh, okay. Backup. Need to pull that to get through. This doesn't make any sense. What's going on? Yeah. Order 66. Do we have eyes on the Jedi? No sign of the little one. Search everywhere. You can't have gone far. Air's off again. Wait. What's that noise? Hold this room. I'll search the area. Oh. Reporting casualties. T'Pol has taken out multiple squads. Shoot on sight. Copy that. I understand. What changed? What was that? Someone's in the maintenance halls. Was? Ich bin nicht vorstellen. The turbo lift. Not much further after that. Ist wahrscheinlich eher ungünstig, oder? Ah, okay. I have eyes on the small Padawan. He's in the turbo lift. Kleine Padawan, was will er denn damit sagen? I've got this. Just need to keep moving. Oh, verdammt.
lightsaber! Sorry, Master. Keep climbing. I'll meet you up ahead. Ohne Lichtschwert jetzt. Ja, fuck. Okay, weiterklettern, verstanden. Aber nicht verstanden, wohin. Ach ja, Seil. Okay, ich glaube, das Ding hier wird bald abstürzen. Moment, nochmal zurück, habe ich gesagt. Ah, okay, zurück geht nicht. Just ahead. We must activate it if we're to escape. Yes, Master. Überbrückung. We have to open the airlock. Send back up. Zaro's pole is on the other side of that door? Yeah, but he won't be getting through. It'll take him far too long to cut through these doors with that lightsaber. We'll just wait here until he's surrounded. Then move in for the kill. Verdammt, wo soll ich denn hin? Ah, hier. What's that sound? Get ready! Hinter ihm ist auch einer. Und er ignoriert den einfach. Okay. Macht, junger Kerl. Cal. I overloaded the ship's reactors. The explosion will mask your escape. This war is not over, my Padawan. Hold the line. Wait for the Jedi Council signal. Remember. My death is on your head. You are spineless.
Ich habe gar keine Lust, gegen ihn zu kämpfen. Fear rules you, as always. Too slow. Your will is weak. You lack discipline. Let fear break your connection to the Force. I would have survived had you not been so weak. Yeah! Yes. My blood is on your hands, apprentice. You are a failure. A weakling. A traitor. You are no Jedi! No! Oh nein, ach Kerl. Mehrere neue Einträge. Die schauen wir uns an und dann machen wir an jener Stelle beim nächsten Mal weiter. Order 66. Kerl ist von dem schrecklichen Erlebnis im Zuge von Order 66 traumatisiert, als er und sein Meister Jaro Tapal von ihren eigenen Truppen attackiert wurden. Während Kerl mit Tapals Hilfe entkommen konnte, wurde sein Meister getötet. Der sterbende Tapal überreichte Kerl sein Lichtschwert und gab ihm einen letzten Rat. Vertraue nur der Macht. Ja, das hört sich super an. So, was haben wir denn hier noch Neues? Jaro Tapal. Vertraue nur der Macht. Während der Klonkriege war Jedi-Meister Jaro Tapal ein General, der seinen Padawan Cal Kestis mit seiner strengen und disziplinierten Lehre ausbildete. Im Zuge von Order 66 wurde Tapal tödlich verwundet, konnte Cal aber noch in Sicherheit bringen. Kurz vor seinem Tod gab er sein Lichtschwert an Cal weiter. Ja, gut. Das haben wir ja mitbekommen. Interessante Frage. Was nun? Aber wir können jetzt die Tür benutzen, allerdings ist das Lichtschwert leider komplett kaputt, wie es aussieht. Mal sehen, passiert denn nochmal irgendwas Freakiges? Nope. Okay, gut. Dann war's das für heute, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dann. Ciao.